Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Leute, ich wollte heute eigentlich gar nicht arbeiten, also zumindest kein Video hochfahren, aber eine Nachricht überrannte mich. Das heißt, jemand, ja, möchte dir ganz dringend etwas sagen. Also muss ich meinem Tarot Folge leisten. Was ist das, was wer dir auch immer sagen möchte? Okay, wow. Hier geht es darum, es gibt eine Person, die entweder den Mut nicht hat, mit dir selber zu sprechen. Kein Arbeitskollege sein, Kumpel, wer auch immer, pass es an, okay? Diese Person möchte dir sagen, es fällt mir schwer, mich in dieser Situation zurechtzufinden. Es fällt mir schwer, den nötigen Einsatz zu zeigen. Es fällt mir schwer, auf deinem Level standzuhalten. Es fällt mir schwer, in deiner Nähe zu sein. Es fällt mir schwer, dich zu sehen. Es fällt mir schwer, einfach nur zu wissen, dass, was ich für dich fühle, nicht korrespondiert wird. Alter Schwede. Wir haben also eine Situation, wo ein Mensch entweder eine geheime Liebe, ich gucke jetzt gar nicht rein, ja, weil ich wollte einfach nur loswerden, dass diese Energie mich auch loslässt. Wenn ich das Video nicht mache, verfolgt mich diese Energie den ganzen Tag und es ist für mich ein Albtraum. Ja, also hier geht es darum, dieser Mensch möchte dir sagen, er oder sie hat Gefühle für dich, ja, für einige reden wir vielleicht von einem Ex-Partner, aber es ist ein Mensch, der nicht unbedingt ein Partner ist oder eine Partnerin ist. Es ist ein Mensch, der mit dir getrennt ist oder ein Mensch, der dich heimlich liebt oder ein Mensch, wo die Gefühle halt nicht ganz so auf Korrespondenz basiert sind, okay? Diese Energie mag dich, diese Energie ist in dich verknallt, diese Energie hat Liebesgefühle für dich, ja? Diese Energie leidet ein bisschen unter dieser Distanz, unter diesem Abstand, aber eine unterschwellige Energie sagt mir, dass dieser Mensch mehr darunter leidet, sich dir gegenüber auf Distanz gehalten zu haben, in dem Moment, wo du vielleicht Interesse hattest, wo du offen warst, wo du empathisch warst, ja, wo du Gefühle hattest. Also dieser Mensch ist ein bisschen vom schlechten Gewissen geplagt. Und ich sag's noch, ja, vom schlechten Gewissen. Also was dieser Mensch dir eigentlich sagen möchte, ist, er ist oder sie ist voller Enttäuschungen, ja, mag diese Distanz zwischen dir nicht, versucht die Ruhe zu bewahren, hat wahre Gefühle für dich, ernsthafte Absichten mit dir, weiß nur noch nicht ganz, wie er oder sie den Weg zu dir finden soll, okay? Aber dieser Mensch möchte dir auch sagen, dass er oder sie alles versuchen wird, um deine Aufmerksamkeit zu erwecken, weil dieser Mensch ja ist davon überzeugt, dass er oder sie dein Seelenpartner ist und dass er oder sie wirklich zu einem gegebenen Zeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du erkennst, ja, dass du diesen Menschen auch magst, dass du diesen Menschen auch brauchst, dass du diesen Menschen auch vermisst, ja. Also dieser Mensch baut eigentlich darauf, und das will er dir sagen, dass sobald die Zeit reif ist und sobald du einfach auch gemerkt hast, dass wenn du mit einem anderen Menschen zusammen bist, dass das nicht die richtige Wahl für dich ist, sondern diese andere Person, die hier reden will, ja, dass du ganz von alleine aufwachen wirst und dann ist seine Seele da, dann ist er oder sie da, dann ist die Präsenz da und dann wird sich die Kommunikation wieder geben. Also ich muss dir ehrlich sagen, ja, dieser Mensch ist total im Optimismus, dieser Mensch ist total von sich überzeugt, dieser Mensch hat total viel Fantasie, ja, also diese Energie ist auch ein bisschen durchgeknallt, auch ein bisschen narzisstisch vielleicht manchmal oder narzisstisch, ja, dieser Energie ist total durch den Wind, aber gleichzeitig voll im Programm. Und das Einzige, was dieser Mensch dir sagen möchte, ist, let's go, ab nach vorne, mach du deine Geschichte, ich mache meine Geschichte, okay? Und in dem Moment, wenn das Feuer sagt, jetzt entfachen wir die Leidenschaft der Liebe, dann ist dieser Mensch nicht nur mehr als präsent, sondern dann bist du der oder diejenige, die wirklich auf diese Energie zugehen wirst und den ersten Schritt zu machen. Alter Hannes, ich bin gespannt. Leute, so, ich verabschiede mich jetzt, okay, ich mache jetzt weiter in meinem Programm. Und ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Freitag. Genießt es und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, bye. Bald starte ich wieder die Live-Chat. Sei dabei. Bis dahin, bye.